Ja, hallihallo, ihr Lieben. Ich bin immer noch dieselbe, auch wenn die Stimme eine andere ist. Und heute gibt's die Tugurinus für den Monat Dezember. Ja, fangen wir direkt an. Ich bin ja schon ganz froh, dass wir dieses Mal wieder pünktlich zum letzten Mittwoch im Monat die Drogerie-News online haben, sozusagen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich hin und her gerissen sein soll. Es werden interessante Drogerie-News, würde ich einfach mal sagen. Und um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, legen wir dann jetzt auch direkt gleich los. Und zwar fangen wir an... Entschuldigung, ich bin etwas krank, wie man das hier hört. Mit der Limited Edition von Catrice. Das ist die Neo Naturals. Und es handelt sich hier um eine reine Nagellack-LE. Und ich bin etwas verwirrt. Im Frühjahr gab es ja schon diesen großen Trend Neon und Nudes bei Bobbi Brown. Auch bei Catrice gab es bereits eine ähnliche LE. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt etwas überfragt, warum man sich dazu entschieden hat, das nochmal zu machen. Vielleicht ist der Trend irgendwie doppelt an mir vorbeigezogen, wie auch immer. Ich werde jetzt mal hier ein wenig zur Seite rücken, um euch dann hier die Produkte einblenden zu können. Es handelt sich um Nagellacke in bunten Neonfarben sowie natürlichen Tönen, die sehr ja, kühl, metallisch dann auch wirken. Und gedacht ist das Ganze, dass man das kombiniert, also dass ihr entweder diese Dieter van Thies Halbmond-Maniküre macht oder vielleicht so ein French-Tip. Ich finde die Farbkombination nach wie vor sehr, sehr super. Ich habe auch schon ein Promo-Bild gesehen von Catrice. Wenn ich das finde, blende ich euch das hier mal ein, was wirklich ganz, ganz schick aussah. Und ein kleines Highlight der LE ist der dementsprechende Pinsel fürs Nail Art Design. Also Nail Art Pinsel kann man ja nie genug haben. Ihr wisst ja, ich bin auch wieder so ein bisschen mehr in Richtung Nail Design unterwegs. Also das wäre dann vielleicht was Spannendes für euch. Und das war's schon mit der LE. Also ihr seht, es geht super los und geht dann auch gleich so weiter. Kommen wir als nächstes zu der Essence Fantasia LE, Trend Edition heißt es immer bei Essence. Ihr werdet verschiedene Produkte in dieser LE haben. Wir haben einmal die Lidschatten, die Farben finde ich schön. Sie sollen wohl metallisch glänzend sein. Ja, es ist immer dieses, geht es nicht? Sind es die geilen Lidschatten von Essence oder doch eher die in der etwas, naja, formulieren wir es freundlich, bescheideneren Qualität. Also das weiß man nicht, muss man einfach mal schauen. Für mich ganz, ganz klar, das Highlight der LE ist dieser dieser Highlighter mit diesem kleinen Glücksklee drauf. Ich vermute, das ist ein Rosa Overspray. Mein Gott, was ist denn mit mir los? Ich sag euch, meine Stimme ist nicht nur belegt, mein Gehirn auch, ja. Also das scheint ein heller Highlighter zu sein mit einem leichten Rosé-Touch. Also das, denke ich, wird das Teil sein, was als erstes vergriffen sein wird. Wenn euch Highlighter interessieren, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Weiterhin Bestandteil der LE werden zwei Kajalstifte sein, die im Metallic-Glanz sind. Ich habe ja auch die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass es irgendwann in der Drogerie mal vergleichbare Dupes zu den Urban Decay Kajalstiften gibt. Auch da... ja, muss man wieder abwarten. Man weiß es nicht. Eine kleine Spielerei im Rahmen dieser LE sind diese kleinen Augen, Eye Jewels, also Augenkristalle oder wie man es nennen will. Das ist sicherlich was für Karneval, wenn man mal als Blogger irgendwie einen coolen Look inszenieren will oder auch im Sommer, wenn man auf eine Party geht. Jetzt nichts, was man haben müsste. Und da ist er wieder, der obligatorische Drogerie-Dealscanner. Leute, ich weiß nicht, wie das immer passiert. So, den haben wir jetzt abgehakt. Können wir jetzt weitermachen? Und gehen direkt über zu den Fantasia Lipglossen. Nein, es sind keine Lipglosse, sondern Liplecker. Ja, Liplecker halt, ne? Was soll man sagen? Und die obligatorischen Nagellacke dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ich finde einzig diesen in diesem Aprikoton relativ spannend. Alle anderen machen mich nicht an. Ich kann mich auch gerne jeden Monat wiederholen. Bei meiner Nagellacksammlung ist das auch wirklich schwierig. Ja, im letzten Drogerie-News-Video gab es natürlich wie immer etwas zu gewinnen. Und ich möchte nicht zögern, euch aufzulösen, wer gewonnen hat. Und ich werde euch jetzt
hier einblenden. Der oder die Glückliche hat das Paket vom letzten Drogerie-News-Video gewonnen. Und das ist halt auch der Grund, direkt weiterzugehen zum nächsten Preis. Und das ist dieses Mal wirklich ein Hammerpreis. Ich habe gedacht, es sind ja die von Dezember und da muss man ja so richtig auf die Scheiße hauen. Und da hauen wir jetzt mal was raus. Und zwar kriege ich ja immer verschiedene Sachen zugeschickt. Und unter anderem ist es dieses Mal wieder Manhattan. Es gibt eine komplett neue, wie heißt das, Clear Face Line, also hier so ein Anti-Pickel-Kram und so, haben sie alles neu gemacht. Und ich glaube, sie haben mir alles, was es in der Line gibt, geschickt. Und darüber kann sich eine von euch freuen, die dann hoffentlich nicht nur reine Haut kriegt, sondern auch Spaß an der Sache hat. Also ich denke, das ist ein mega, mega Preis. Ihr solltet Kommentare schreiben, vielleicht einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen, wenn euch das Video gefällt. Ja, machen wir direkt weiter mit der nächsten LE. Wenn wir schon direkt bei Manhattan waren von der Verlosung, dann möchten wir jetzt auch die passende Limited Edition im Dezember dann durchnudeln. Und das ist die Yes We Doll, quasi nach Obama, Yes We Can. Er ist ja Präsident geworden und zum Glück hat es die LE dann in den Laden geschafft. Ich frage mich, wenn er es nicht geworden wäre, hätte sie dann auch gegeben. Na egal, ich schreibe schon wieder ab. Das Video wird viel zu lang. Fangen wir auch direkt mit dem Highlight an. Reden wir gar nicht lang drum rum. Trio Effekt Blush ist das hier. Gibt es in zwei Farben. Ist quasi Highlighter und zwei Blushtöne jeweils in den Quads drin. Finde ich sehr schön. Blushes sind ja bei Manhattan meistens auch okay. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das ist, was die meisten von euch interessiert. Dann gibt es noch die Yes We Doll Intense Effect Eyeshadows. Ihr wisst, ich bin von diesen Manhattan Eyeshadows kein Freund. Ich habe bisher keinen gefunden, der mich wirklich überzeugt hat. Klar kann man die immer nass benutzen, aber das ist ja auch meine Meinung. Ich komme mit der Textur nicht klar. Die sind mir zu hart und ich finde jetzt auch die Farben nicht unbedingt wahnsinnig spektakulär. Also insofern glaube ich, kann man das getrost liegen lassen und dann vielleicht lieber in das Blush investieren. Und dann haben wir noch Lipgloss in zwei Farben. Die blende ich euch jetzt hier nochmal ein. Schöne Standarddinger. Also wem es gefällt, sollte sich das einfach mal angucken. Was ich bei Manhattan nie verstehen werde, warum bringen sie in fast jede LE eine Mascara raus? Ist das der Manhattan Running Gag oder so? Keine Ahnung. Ja, und das war auch schon Yes We Doll. Also ihr merkt, die LEs diesen Monat sind wahnsinnig spannend. Wahnsinnig interessant. Es gibt noch von P2, die habe ich euch im letzten Video schon vorgestellt, die Keep the Secret. Die ist jetzt auch noch im nächsten Monat erhältlich. Ich frage mich dann, ob sie das auffüllen. Die war schön, die hatte tolle Lippenstifte, paar tolle Produkte. Also wenn euch das noch interessiert. Aber im Großen und Ganzen war es das jetzt. Und ich bin schon sehr gespannt. Es trudeln schon die ersten E-Mails mit den Sortimentsumstellungen der Marken ein zum Winter. Also da kann ich euch dann bestimmt auch demnächst was Neues erzählen. Und in diesem Sinne einfach ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Coco. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt und ein paar mehr Videos zu schauen, habe ich hier euch mal zwei zur Auswahl hingestellt. Zum einen meine Meinung, ob es unbedingt ein GHD sein muss oder auch ein normales Glätteisen tut. Oder ihr folgt mir zu den MTV Video Music European Blah Awards Gedöns. Da bin ich nämlich gewesen und habe mir die Stars mal hautnah angeschaut mit cooler Stimmung.